Super Mario Odyssey! Und damit seid gegrüßt zu einem neuen Projekt. Erstmal zu einem neuen Let's Play Part zu Super Mario Odyssey mit dem Zwergenfürst. Ja, endlich spiele ich mal Super Mario Odyssey. Heute mal so der Plan, einmal in den ersten Part mal einmal das Spiel. Ja, Mario ist schon gelangweilt von meinem Gerede. Der pennt schon fast ein. Ja, heute mal reinsteigen, heute mal kurz mal reinschnuppern in Super Mario Odyssey. Und ja, ob wir das dann später mal für den regulären ersten Part nochmal aufnehmen müssen oder ob wir das jetzt, ob das jetzt der erste Part wird, ob wir da aus dem ersten Part machen, weiß ich noch nicht. Ob wir das dann nochmal richtig zusammenschneiden. Heute jedenfalls hier ein erstes, vermutlich letztes Super Mario Odyssey mit dem Zwergenfürst. Ich denke ja, es wird ein letztes. Auf geht's. Starten. Einen neuen Spielstand, ein neues Spiel. Auf geht's. Super Mario Odyssey für die Switch im Himmel über dem Pitts Palast. Da ist er, der Bowser. Dies ist dein Ende. Dies ist das Ende für dich. Bowser im weißen Anzug. Und sein weißer Zylinder. Peach. Und Marios Cappy. Es ging ihm verloren. Der Zuhälter Bowser. Zeit für meine Hochzeit, bist du etwa eifersüchtig, Mario? Bowser sagt Tschüss. Sieht aus. Und Marios Mütze wird davon geblasen, Wind und zerfleddert in Schrauben des Luftschiffes. Oh, aber wer ist das? Was ist das? Aha, eine schwarze Welt. Aha. Dann schauen wir uns doch mal um. Springen, jo. Und da ist Mario im Spiel. Wer bist denn du? Hey, komm zurück. Komm zu Daddy. Hey, der hat doch meine Mütze. Also zumindest das, was davon übrig geblieben ist. Ich hole es mir zurück. Hey, nicht mit meinem Mützenrest abhauen. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei dir? Du bist hier im Hutland. Wir wurden gerade von selben Bowser-Ungeheuer angegriffen, das dir so übel mitgespielt hat. Das Schlimmste ist aber, dass es meine kleine Schwester entflucht hat. Oh, die kleine Schwester von ihm. Bei Peach auf dem Kopf. Und von Bowser gefangen. Ich wollte endlich
ein Schiff klar machen und dieses Ungeheuer hinterher. Aber unsere gesamte Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Ich meine, wir sollten im benachbarten Land noch ein Schiff finden. Von der Spitze uns oder des Hut-Taus komme ich da bestimmt hin, aber die Schergen des Ungeheuers versperren den Weg. Wir kämpfen für dieselbe Sache, nicht? Wir sollten uns zusammentun. Mal sehen, ob wir meine Schwester und deine Prinzessin aus den Klemmen helfen können. Seine Mütze. Oh, naja, das passt nicht ganz, aber ja, nicht zu deinem Stil. Wie wäre es denn hiermit? Ui, ja, das sieht schon viel besser aus. Marius Käppi mit Augen. Zack. Käppi ist jetzt dein Begleiter. Ja. Und damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglauden jetzt mal offiziell zu dem ersten Let's Test von Super Mario. Ja, Odyssey mit dem Zwergenfürst. Den Mützenwurf können wir gleich mal ausprobieren. Schüttle den Power-Controller zu werfen. Ja, spielt tatsächlich mit dem Power-Controller. Hier wurde es auch nochmal angezeigt. Mützenwurf. Ja. So kann man das noch weiter drehen. Oh, nach oben, nach vorne. Nice. Das Mützenwerfen ist eine hohe Kunst. Oder auch nicht. Hey. Einen großen Toreingang. Toreingang zu der Hutstadt. Ja. Und da oben sind Münzen. Da muss ich hoch. Zack. Na komm, hoch da. Die Spielsteuerung ein bisschen kapieren. Naja, ist ja nicht so, als ob ich das zum ersten Mal spiele. Zack. Zack, ein paar Münzen absammeln. Ich habe da eigentlich was anderes oben erwartet, aber gut. Weil ich das auch schon mal gespielt habe. Oh, jetzt ist Mario ganz rußig. Ist durch den Ruß gestiegen. Zack, hier können wir ein paar Münzen mehr einsammeln. Ja, ich habe das Spiel tatsächlich schon mal vor und durchgespielt. Ich habe das zu Release gekauft. Ist ja kein Geheimnis, kann ich verraten. Das ist keine Sache. Spring mal und versuch mich dort an den Pfahl zu werfen. Ja, habe ich gerade auch schon gemacht. Kann ich gerne nochmal machen. Da gibt es ein paar Münzen. Zack, 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 zack. Und da rudelt das oben drauf. Ja, soweit so klar. Oh nein, mein Luftschiff! Dann sagt er nicht für die Los. Zack, zack, ich kenne die Spielsteuerung so schon ein wenig. Kommt vor, wenn man das Spiel schon durchgespielt hat. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich drauf, das Let's Play demnächst mal mit euch zu beginnen. Vorher gibt es noch ein paar andere Projekte abzuschließen. Definitiv. Da gibt es noch Super Mario 3D Land. Das wird die nächsten Tage wahrscheinlich auch noch auf euch zukommen. Dann gibt es andere Projekte, die bedient werden müssen. Oh, ein Herz. Tja, was gibt's bei dir? Ganz lange das Bowser-Ungeheuers kann ich von hier aus sehen. Aber ich kann nur tatenlos umherschweben und zusehen. Du armes. Ja, und dann wollen wir mal in die richtige Richtung rennen. Und mal dort drüben. Nach dem Bowser-Ungeheuer. Also nach den Schergen des Bowser-Ungeheuers. Gucken.
ja, wie gesagt, ich hab Bock drauf, ich freue mich. Aber ja, es wird wohl noch eine Weile dauern. Ich würde jetzt Monate, Wochen sagen, aber wir haben mal schon, wenn das Projekt mal beginnt. Ich würde es gerne mal jetzt playen. Aber mal schauen. Es ist auf jeden Fall etwas, was mir mehr Freude bereiten wird als ein anderes Super Mario Jump'n'Run. Die haben mir ja auch Freude bereitet, aber zum Ende hin, ja, von Super Mario 3D Land jetzt zumindest, ja, hat es mir dann nicht allzu viel Freude mehr bereitet. Tja. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ich habe gerade keinen Plan. Ich dachte, wir sind hier schon ganz richtig. Ja, suchen wir mal einen Weg. Wo geht's denn hier? Wo könnte es denn lang gehen? Okay, vielleicht in diese Richtung dort. Ja, das sieht doch schon ganz, sieht doch goldrichtig aus. Dann haben wir mal das Hutland. Und also holen wir das Hutland zurück von den Schergen. Oh mein Gott, das ist nichts. Gute Arbeit. Na, dann rennen wir mal hinüber über die schwarze Brücke. Oh, Gumbas! Was sind das für Typen? Scheint, als würden sie dich kennen und nicht mögen. Ja. Das tun sie in der Tat. Und sie kennen mich und sie mögen mich nicht besonders. Und goldene Gumbas. Wie zuletzt in New Super Mario Bros. 2, wenn ich richtig, wenn ich den Titel richtig sage. Habe ich noch nicht gespielt, besitze ich auch noch nicht das Spiel. Ja, aber gut. Mario Odyssey. Das besitze ich. Oh, sind wieder schon. Na dann, alles Geld einsammeln. Und weiter. Das sieht so hoch aus. Wirf mich doch mal auf einen Frosch. Auf einen Frosch. Na, das mach ich doch glatt. Zack. Oh, was passiert? Flutsch. Und sind im Frosch. Da geht es hinein. Oh. Die Welt. Quiddy. Sagt deine Frau. Oh oh. Du hast dich in einen Frosch verwandelt. Du hast einen Frosch gekapert. Ja. It's me. Quack, yo. Ungefähr so, ja. Quack. 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 Quackli. It's me, Quackli. Quackli, oh. Ja, gegen die Gumbas sind wir da irgendwie. Ja, da können wir drauf rumhüpfen. Den Gumbas. Die tun uns nicht sonderlich weh. Und dann sieht es nicht so aus. Das könnten wir uns was anhaben. Ja, ich hüpfe hoch hinaus. Da wird sich Pepe freuen. Ja, ein Frosch. Zack. Ups. Die Gumbas alle Platz machen. Platt gehopst. Ja, das ist jetzt nicht das Ziel des Spiels. Aber wir wollen keinen Gegner hier übrig lassen. Wir können auch die Gumbas besiegen.
alles mitnehmen, was mitzunehmen geht. Zack, ein Herz. Das brauchen wir noch nicht so dringend. Aber gut. Oh, ein brennende Hüter. Ein Hutland. ZL, um die ursprüngliches Äußere, um das ursprüngliche Äußere anzunehmen. Zack, genauso. Und der Frosch ist verwirrt. Weiß nicht, wo er ist und was mit ihm los war. Oh, ein großes Herz. Das kann man gebrauchen. Sechs nehmen wir jetzt. Nein, nicht nehmen, aber Herzpunkte. Rein da. Zack. Und da geht es zacke die Duster zum Bosskampf. Der Hutturm. Das ist der erste Zwischenboss. Da verprügel ich hier beinahe die Hutlandbewohner. Na komm. Kiste zerstören, ein paar Münzen kriegen. Pass bitte auf. Auch die sind besorgt um mich. Wie süß. Wie lieb. Applaus. Wir müssen sammeln. Na dann. In den Kampf. Liegel. Gegen die Bösewichte hier. In die Ersten. Hehe, der Chef hatte recht, als er sagte, ein schnurrbärtiger Geselle würde sich in unsere Vorbereitungen einmischen. Wir sollten uns wohl mal vorstellen. Meine Jungs, die Bodes. Unseres Zeichens Hochzeitsplaner des glücklichen Paares Bowser und Peach. Wir haben den Schatz, den wir wollten. Wir können also weiterziehen. Vorher müssen wir allerdings noch die Störenfriede aus dem Weg räumen. Ui, der verrückte Holzmacher, wie es ausschaut. Ui, jetzt wird gekämpft. Wie den ersten Brudel. Den verrückten Hutmacher-Brudel. Zack. Den können wir bestimmt auch angreifen. Ja, das ist der Plan. So, zack. Und auf die Rübe. Na komm, auf die Rübe. Was machst du denn, Mario? So. Ich hab noch alle Herzteile voll. Sagte er. Okay, hab ich immer noch. Und wurde nicht verletzt. Ach so, komm, ich muss die angreifen. Ach, verdammt. Na komm, na, na. Und da ist er. Zack. Zack, die Booster. Und noch einmal auf die Rübe. Standardgemäß dreimal. Zweimal. Was? Boss gegen dann Mario muss man doch dreimal drauf hüpfen. Naja, hier schon mal nur zweimal. Und habe ich eins verpasst. Mein Doktor, jetzt kommen wir mit Hilfe der Leitung weiter. Na dann, leite mich mal weiter. Batz. Elektro Mario. Auf geht's. In die Ferne. Super Mario Odyssey. Und da kommt das Intro. Das Kaskadenland. Da wären wir. Zack, 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 zack. Das muss schrecklich wehtun. Sieht zumindest so aus. Autsch, das tat weh. Es war keine leichte Landung. Da sprechen muss man können. Unser erster Powermond. Was für ein Trip. Aber hey, wir haben es in einem Stück ins Kaskadenland geschafft. Ich bin noch ganz elektrisiert vom Kapern der Stromleitung. Abgedrehtes Gefühl. In dieser Gegend soll sich ein altes Luftschiff befinden. Los, suchen wir es. Na dann. Zu dieser wunderschönen Musik im Wasserfallbecken geht es weiter. Versuchen wir mal zum Luftschiff zu kommen. Ja, und da kann man auch irgendwo kommen. Wir versuchen mal das Beste. Ja, oder auch nicht.
Der Text, der sagt was. Reisetipp, Mützen, Zielwurf. Ob ich den mal hinbekomme. Wirf deine Kopfbedeckung und schüttle den Pro-Controller, um dann erneut mit einem Mützenwurf einen auszuüben. Lal. Deine Kopfbedeckung fliegt zum nächstgelegenen Ziel. Das ist super praktisch, wenn du kein Zielwasser getrunken hast. Aha. Zack und schüttel. Das müssen wir noch üben. Na, ja, das wäre noch nicht ganz perfekt. Aber gut, jetzt gehen wir auch irgendwann mal hin. Ah, okay, verstehe. So ungefähr geht das. Ja, Übung macht den Kleister. Den Meister. Den Tapetenkleister. Oh, was sehe ich denn da? Ups. Lass mal gerade ein paar Münzen einsammeln. Ein paar lilane Münzen. Regionsspezifische Münzen. So, komm hier rüber. Nein, hier rüber kommst du nicht. Hier lang. Kettenhund. Komm zu Daddy. Bad. Jetzt ein paar Münzen hier. Also ich glaube, ich weiß, was ich mit dir machen soll. Nämlich das. Genau das. Ich bin der Kettenhund. Super Kettenhund. Zack. Da haben wir den ersten Powermond. Den greifen wir uns. Zack. Powermond Nummer 0. Ein Mond für dich. Hier, so ungefähr wie die Sterne in Mario 64, in Super Mario 64. Hier sind es Monde. Multimond hoch über den Wasserfall. So wie die Sternmünzen in Super Mario 3D Land. Ja, im ungefähren vergleichbar. Mit diesen Monden können wir unsere Luftschiff antreiben. Hast du jemals so etwas gesehen? Ja, wie gesagt, in Super Mario 64 und in Super Mario 3D Land habe ich sowas Ähnliches schon gesehen. Zwar Monde noch nicht, aber ja. Oh, was haben wir denn da? Da ist es. Genau hiernach haben wir gesucht. Es ist in einem schlechten Zustand, als ich dachte. Ja. Es ist auch ein altes Modell, aber es fliegt bestimmt noch. Ein Hut-Raumschiff. Ich meine natürlich ein Hut-Luftschiff. Mal sehen, ob wir es in Gang bringen. Wirf mich einfach auf den Globus dort. Na, das werde ich doch machen. Ein Mond. Zack. Hinein. Oh, da passiert was. Was? Sie rührt sich nicht. Sie braucht wohl noch mehr Energie. Meinst du, es gibt hier noch weitere Monde? Das will ich wohl meinen. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch weitere Monde finden. Zack, zack. Hier noch ein Herzchen. Ein Herz für Mario. Na denn da. Hinauf da! Ich habe wieder die Orientierung verloren, wo müssen wir eigentlich hin? Hier wahrscheinlich. Gute Güte! Was ist das nur für ein riesiges Ding? Ein riesiger Dinosaurier. Und ich bin der Dinosaurier. Ein Mariosaurier. Ja. Eine Wortspiele. Ohne Ende. Zack, zack. Zack, zack. Wurde alles platt gemacht. Nur die Felsen, die weg stehen. Nicht nur die. Oh, die Steinbrücke. Die wird auch gleich platt gemacht. Nicht nur die Kugelwillis. Die Kittenhunde. Oha. Alles platt. Auch die Felsen werden platt gemacht. Ich glaube, ich kapere immer zu Ende. Oh, und der Arme. Der große Arme. Der arme Kleine, wollte ich gerade sagen.
ist ziemlich ein Bitterbot, was mit ihm passiert ist. Und wir sammeln da oben noch die Münzen ein. Das ist ein Muss. Und dann nicht runterfallen ins Bodenlose. Zack. In drei Dimensionen auf einmal. Ich bin überfordert. Das bin ich ja gar nicht gewohnt von Mario 3D Land und Super Mario 64. Ja. Und dann ab ins Zweidimensionale. Ja. So braucht man's. Zack, zack. Und hops. Auf den 2D-Gumba. Die guten alten 8-Bit-Zeiten. Eine Hommage an Super Mario Bros. Also den ersten Teil der Super Mario Bros. Saga. Ach ja. Und die guten Zeiten, als ich noch nicht gelebt habe. Ja. Und tatsächlich. Ich habe das tatsächlich damals noch nicht gespielt. Im Zeitalter von dem ersten Super Mario im Großspielen. Da war ich noch in der Sahne im Schaufenster. Wenn man es so will. Zack. Sieht schon ein bisschen dreidimensional aus. Die zweite. Ups. Ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen was sammeln. Hier haben wir noch so ein Blöckchen. Na komm. Die Münze kann ich hier nicht werfen. Aber da war nur eine Münze drin. Zack. Raus hier. Die anderen Monde gibt's wohl draußen, außerhalb. Über den Fossilfällen sind wir jetzt. Na dann. Und wohin jetzt mit uns? Ah, ja, den wollte ich kapern. Ah, ja, genau dorthin. Zack. Den anderen Kettenhund. Nein. Ich würde gerade sagen, den anderen Kettenhund besiegt, aber dem war nicht so. Hier haben wir was. Da kann man hochklettern. Und da gibt's ein Herz. Ein Herz für Mario. Ein super goldenes Herz. Und noch ein Herz. So viele Herzen für Mario. Oh, wen haben wir denn da? Noch ein Bruder. Die Tante mit den drei Monden. So. Was? Du bist meine Mode, um die doofes altes Luftschiff zu reparieren. Geht's noch? Ich verschenke meine Mode. Doch nicht. Einfach an daher gelaufene. Schon gar nicht an den Kettenhund futtern. Jetzt werden sie angegriffen. Verteidige dich, Mario. Zeit. Ja, ich muss den Kettenhund kapern. Kapern. Irgendwie so. Na komm. Achso, die Mütze weg und dann. Oha, ich hab nicht mehr viel. So. Huha. Der goldene Kettenhund und. Zack. Auf die Rübe. Let's Play Mike ist so gut sagt. Ich zitiere ihn immer wieder gerne. Den Schurken auf die Gurken. Auf die Rübe und auf die Gurken. Ja. Na zack. Na komm. Zack, die Jungs da hier mal. Den goldenen Kugelbogen kapern. Der lässt sich nicht so leicht kapern. Na komm. Ja, zack. Und du bist dahin. Na komm. Muss man die dreimal besiegen oder? Das reicht nur zweimal. Das scheint zweimal zu reichen. Nein, diesmal dreier. Da habe ich mich vielleicht erzählt beim ersten Mal. Na komm. Ein braver Kugel, wie ist von der Kabern. Die ist aber gar nicht danach. Und zack. Da war es um sie geschehen. Voll in die Fresse. Dann war den Dreiermond. Na, schnappst dir.
Die Musik ist geil. Die ist speziell in Super Mario Odyssey. Hey, Multimode für dich. Multimode hoch übernehmen. Was auch immer. Konnte ich nicht mitlesen. Zack. Unser erster Multimond. Der wird reichen, um das Schiff zu reparieren. Und das tut's. Habe ich schon während der Sequenz ein bisschen geschenkt. Das kann man hier nämlich während den Sequenzen ein bisschen wackeln. Du hast es geschafft. Und nun haben wir einen Multimond. Diese Kleinode besitzen die Kraft einer... Diese Kleinode besitzen die Kraft dreier Monde. Damit bekommen wir unser Schiff bestimmt von hier weg. Na dann. Dann schauen wir mal, ob wir es zum Laufen bringen können. Wirf mich auf den Globus. Mache ich. Ich werfe dich. Niemand wirft einen Zwerg, aber ein Zwerg wirft eine Kette auf einen Globus. So ungefähr. Und zack, da ist das erste Segel voll. Es wird reichen, um das Luftschiff, das Hut-Luftschiff zu reparieren. Zack. Und zack, die Duster haben wir ein Luftschiff. Die Odyssey. Die Odyssey ist nun funktionsfähig. Funktionstüchtig. Und da geht es ins Weltenmenü. Nächster Halt. Wüstenland. Wir haben genügend Energie, um ins Wüstenland zu reisen. Dann wollen wir mal meiner Schwester und Peach Hilfe heilen und sie retten. Das habe ich versucht. Möchtest du ans Steuer? Ist ganz einfach. Wähle Wüstenland und dann drücke A und schon geht's los. Na dann, ab ins Wüstenland. Und auf geht's, ab geht die Post. Raus aus dem Kniff hier. Und mit Odyssey geht's auf die Reise.